Lehrveranstaltung an der Universität Wien. Die Vortragende Christa Odalitzki informiert über die Filmkünstlerinnen der österreichischen Avantgarde. Eine der Künstlerinnen dürfte ich persönlich kennenlernen, Linda Christanell. Seit Mitte der 70er Jahre befasst sich Linda Christanell mit dem Medium Film. Sie zählt gemeinsam mit Dietmar Brehm, Liesl Ponger und Peter Tscherkaski zur dritten Generation und leistete im österreichischen Avantgarde-Kino Pionierarbeit. Linda Christanell wurde für ihr umfangreiches, international anerkanntes Gesamtwerk mit dem österreichischen Kunstpreis 2012 im Bereich Video- und Medienkunst ausgezeichnet. Hier in der Wiener Innenstadt sind Wohnung und Atelier dieser Künstlerin. Wie wird man zu so einer Künstlerin, wie Sie es sind? Ja, ich wollte Malerei studieren, das war mir klar, weil ich in der Schule, das hat auch schon eben vorher die Wurzeln, sehr gut in Zeichnen war. Ich war da die beste Schülerin in Zeichnen im Gymnasium und ich habe mich dann, ja, ich weiß eigentlich auch nicht wieso, aber mein Vater hat auch immer Aquarelle gemacht. Ich habe ja jetzt hier ein Buch ist herausgekommen über meine Arbeit, und zwar, wenn ich die Kamera öffne, ist sie rot. Das ist ein poetischer Titel, das war eigentlich ein Arbeitstitel, aber dann haben wir ihn beibehalten, weil er doch recht farbig und schön ist und gut zu meiner Arbeit passt. Und im Zuge dieser Arbeit an dem Buch habe ich mich auch plötzlich 2008 zum ersten Mal in meinem Leben wirklich mit der Biografie meines Vaters angefangen zu beschäftigen. Und da bin ich auf viele Wurzeln gekommen, auch was die Filmarbeit betrifft und überhaupt. Ja, mein Vater war ein Offizier, war Nachrichtentechniker, hat in Wien den Kuckucksender geleitet. Zuerst hat er die gesamte Luftabwehr in München, diese Sender, betreut. Also scheinbar war er eine führende Persönlichkeit. Hat dann in Österreich steht auch ein Verdienstkreuz gekriegt, das ich alles nicht gewusst habe. Und mein Vater war ein Handwerker, ein Bastler, ein Techniker. Er hat eigentlich mir das Bewusstsein vermittelt, dass man alle Maschinen zum Funktionieren bringen kann. Und er hat eigentlich einen Buben erwartet, wie viele Väter. Er hat eine elektrische Eisenbahn für mich gebaut, mit der habe ich dann genauso gespielt wie ein Bub. Und später hat er mir ein Dreirad gebaut, selber. Mit dem bin ich dann um den Tisch gefahren und im Rathauspark. Ich habe da eine Abbildung, groteskes Dreirad, ganz aus Holz. Man muss sich natürlich vorstellen, dass ich bin ja ein 39er Jahrgang, in dieser Kriegszeit, es hat einfach nichts gegeben. Also es hat keine Spielzeuge gegeben, gar nichts. Nur was man so gehabt hat gerade. Und diese Herkunft meines Vaters, diese Originalität und was der alles gemacht hat in der Kriegszeit. Er ist mit 54 Jahren dann pensioniert worden, 1954, und ab da hat er sich nur mehr gespielt sozusagen. Ja, und in der Kriegszeit hat er zum Beispiel mit einer Heizlampe Hühner ausgebrütet, die hat er dann verkauft. Also für so ein kleines Kind ist das natürlich ein wahnsinniges Erlebnis, man kommt ins Zimmer rein und da schlüpft so ein Huhn aus, ja, und so. Solche Sachen haben mich sicher sehr, sehr beeindruckt. Ja, also das ist teilweise eine Herkunft. Und dann bin ich ich bin in einer Kommune aufgewachsen. Ich bin als Einzelkind mit vier Erwachsenen aufgewachsen. Und es gab eigentlich, ich bin am Land aufgewachsen, weil mein Vater sehr wohl gewusst hat, wie gefährlich es in den Städten ist, und hat seine Familie aufs Land transportiert. Dort waren wieder andere Schwierigkeiten. Aber ich kann mich auch erinnern, da habe ich dann auch geschrieben, dass das schon irgendwie auch für meine Filmarbeit beeinflusst hat, dass das Weihnachtsfest war sozusagen das größte Ereignis meiner Kinderzeit. Dieser Baum, dieses Licht, und der Film ist ja auch ein Lichtmedium, diese kleinen glitzerigen Sachen, ja, die Reflexe und sowas, ja, das hat mich also, und das, da bin ich staunend gestanden, da musste ich eben wie alle Kinder damals immer weggehen, so lang, bis das Christkind hereinfliegt, hat dann silberne Fäden verloren, also das war alles anders als heute, wo man viel Geschenke kriegt, sondern es war einfach eine unheimliche Stimmung.
Wo genau haben Sie die Kindheit verbracht? Aber ich in Sulz im Wienerwald. Ne? Und da habe ich den Russeneinmarsch über die Sulzer Höhe erlebt in der Nacht. Mhm. Und mein Vater, der hat das gewusst und der ist noch mit dem Fahrrad, weil das war hochgefährlich, ne? Weil das waren ja die Befreier sozusagen. Jetzt wenn die einen Soldaten in deutscher Uniform irgendwo erwischt hätten, das wäre nicht gut gekommen. Und er ist eben nach Wien gefahren, weil er ja Dienst hatte über die Sulzer Höhe und hat uns allein gelassen und die sind dann, ich habe das noch Erinnerung, so wie eine Wand sind die dann gekommen und sind sofort in die Häuser gekommen, zum Teil waren sie betrunken, sie haben nach Frauen gesucht, sie haben nach frischer Wäsche gesucht, nach Essen, ja. Zu den Kindern waren sie eigentlich sehr nett, aber bei uns ist dann ein Offizier gekommen, da haben wir Glück gehabt, ein Höherer, und der hat dann die anderen, die Betrunkenen, aus dem Haus rausgeschmissen sozusagen. Und die waren dann sehr nett, sie haben da auch das Essen geteilt, was sie mitgehabt haben, haben sie mit der Familie geteilt. Und ich war so winzig, ich war zwischen 1 und 5 und habe mir das halt alles angeschaut. So. Meine Tante ist dann mit mir am Abend durch die Nacht geflüchtet vor den Russen und das kann ich mich noch erinnern. Das hat sie mir erzählt und irgendwie habe ich das auch, die Häuser haben gebrannt, ja, es haben die Leute Juden am Häuser angezündet, haben so Angst gehabt, dabei hätten sie genau da keine Angst mehr haben müssen, aber es war so. Und da war so einer mit einem gebogenen Säbel, ne? Meine Tante ist mit mir am Abend da herumgeirrt. Naja, niemand hat geglaubt, dass meine Mutter ist, weil die hat weiße Haare gehabt und war auch ziemlich alt. Meine Tante war viel jünger noch und so weiter. Da haben sie gesucht nach meiner Mutter. Ne? Und ja, aber andererseits, ich habe so ein Puppenzimmer gehabt, da haben die Russen Sardinen drinnen gegessen. Es war harmlos. Ja? Also, sie waren sehr nett. Ich habe dann später noch die Fettflecken gehabt, das waren so Dinge, ja. So ein schönes altes Puppenzimmer von der Großmutter von der Jahrhundertwende mit so Porzellanpüppchen. Und dann haben wir natürlich völlige Freiheit gehabt beim Spielen und so. Dann sind natürlich die Fallschirme runtergekommen, für uns Kinder ein Vergnügen. Dann die Flugzettel, dann ist ein Mann auf dem Fallschirm gelandet auf der Wiese. Das waren alles tolle Erlebnisse und eine tolle Freiheit, das hat sich niemand gekümmert. Nur in Bombentrichtern hat es geheißen, da dürfen wir nicht spielen, das ist gefährlich. Aber sonst, da war eine ganze Horde von Kindern, die sind da frei herumgelaufen. Ne? Und dann auch schon zum Beispiel das Eingraben von Waffen meines Vaters und von Silberbesteck im Wald und im Garten an bezeichneten Stellen. Es hat unheimlich die Fantasie angeregt. Wo erlebt das heute noch ein Kind, dass etwas vergraben wird vor den Augen? Ja, so ein Gegenstand, ne? Vielleicht hat das, es hat sicher auf meine spätere Kunsttätigkeit viel Einfluss gehabt. Kann man das dann in Verbindung bringen mit Hutnadeln, mit alten Fotos? Vielleicht, ja, vielleicht. Also dieser Objektbezug, ja. Dieser Dingbezug, den ich habe, der ist mir dann aufgefallen, erst so nach und nach. Ich liebe selber eigentlich keinen Schmuck und habe nie so etwas mir aufgesteckt, was ich da in den Filmen verwendet habe. Aber in den Filmen, da habe ich eine Sammlung gehabt. Es gibt auch im Buch einen Artikel über weiblichen Fetischismus. Viel ist dann nicht herausgekommen, weil es geheißen hat, die Frau ist als Ganzes ein Fetisch normalerweise. Heute sieht man das ja wieder, ne? Dass sich schmücken und in der Gestalt hauptsächlich auf sich bezogen und so. Aber das habe ich nicht gehabt, weil ich bin eher auf die Maschinen bezogen. Ja, also eher auf etwas, was ich renovieren muss, weil ich natürlich, ich habe nie Geld gehabt, ich habe immer alte Maschinen gekauft. Die musste ich dann irgendwie, ja, zumindest musste ich sie mir anschauen, wie sie funktionieren, was sie für Fehler haben, diese Bolex oder eine Kamera von 1929, habe ich eine Kodak Royal Kamera, so eine winzige, die wie ein Handtäschchen ausschaut. Und mit der habe ich sogar in Madrid gefilmt, wunderbare Aufnahmen, eine tolle Kamera. Und niemand hat mir die gestohlen, weil das hat niemand geglaubt, dass das was ist. Ja. In Israel dasselbe, niemand. Ja. Ja. Niemand glaubt, dass sowas eine 16mm Kamera ist, die man stehlen kann. Ne? Ja. Es ist natürlich sehr kompliziert und man hat nicht viel Film drinnen. Und,
Es war für die damalige Zeit außergewöhnlich, wenn man es mit heute vergleicht, als Mädchen ein Studium zu ergreifen, vielleicht noch dazu ein Kunststudium. Das ist nicht einmal so arg. In der Technik war das sehr gering, wie ich mit dem Film, das kann ich Ihnen dann erzählen, wenn Sie es interessiert, angefangen hat. Da war es sehr gering. Aber in der Akademie war die Stellung nicht einmal so, es waren nicht einmal so wenig Frauen, aber die Stellung war schlecht. Ja. Die war, also die Professoren, mein Professor hat immer Witze gemacht, zum Beispiel, wenn er zu meinem Zeichenbrett gekommen ist. Zum Beispiel hat er gesagt, ich erinnere mich noch, Mut hat auch der Mameluck, Gehorsam ist des Christenschmuck. Das hat er nur bei mir gesagt. Ja. Und solche Dinge sind mir sehr unangenehm aufgefallen und auch andere Dinge. Also die Stellung war schlecht. Die Kollegen haben mich nicht wollen, weil ich habe immer nur gearbeitet. Und eigentlich ist eine Frau nicht zum Arbeiten da, das wurde mir schnell vermittelt, sondern zum Unterhalten, zum gut Kochen, zum und so weiter. Und das hat mich auch gekränkt. Und ich habe dann einen Platz in einem eigenen Atelier erobert an der Akademie. Und von da an war ich überhaupt nicht mehr für die Kunst zu haben. Und haben Sie das Gefühl gehabt, dass Sie sich damals kämpferisch durchsetzen müssen? Oder? Das habe ich noch gar nicht begriffen damals. Ich hatte nicht, ich habe gelitten. Ich habe nichts begriffen und ich hatte, also den Feminismus, der war damals für mich noch nicht relevant. Das habe ich dann später erst begriffen langsam, woher das kommt, was mir da aufgestoßen ist sozusagen. In der Technik war das Ganze ziemlich anders mit den Frauen. Da war ich nämlich wirklich lange Zeit als Einzelne unterwegs. Und habe dann, ich bin ja keine gelernte Filmemacherin, ich habe mir das Handwerk, die Filmtechnik, alles von den Männern gelernt und habe ein sehr gutes Verhältnis mit den Handwerkenden im Filmgeschäft, sich bewegenden Männern gehabt, immer sehr schnell, eine gute Kommunikation und habe dann gelernt. Und dann war ich ziemlich bald mit einem österreichischen Filmemacher befreundet, mit dem Marc Adrian, der war ja Kameramann beim Fernsehen, auch in Deutschland zuerst, und der hat sein Handwerk prima gekonnt und zusätzlich habe ich da, dem ist das auch schon auf die Nerven gegangen, er hat gesagt, können wir nicht einmal von was anderem reden, als immer vom Filmhandwerk. Also so war der Beginn. Und es haben mich alle gekannt. Alle diese Filmwerke, die mit Super 8 was zu tun gehabt haben, die Listo dann sowieso. Bei der Listo war das so am Anfang, wie wir, ich war ja nicht allein, es gab ja auch andere Filmemacher, eben der Marc Adrian und dann gab es auch den Krenn und ja, es gab andere und den Schmidt Junior, es gab andere Experimentalfilmemacher, unter Anführungszeichen, oder Avantgarde-Filmemacher und die haben alle in dem Kopierwerk zum Beispiel dieselbe Schwierigkeit gehabt, dass die Handwerker gesagt haben, das können wir nicht kopieren, was glauben sie eigentlich? Das fällt auseinander und wir das ist unmöglich, dass wir das kopieren und diese Form und also die haben uns schlecht behandelt. Später mal dann nicht mehr. Dann sind sie draufgekommen, dass wir doch ordentliche Filme machen und Erfolg haben und dass man unsere Filme durchaus kopieren kann. Aber ja, also es war nicht einfach. Auf welchem Zeitpunkt wussten Sie, dass Sie sich wirklich schwerpunktmäßig mit Experimentalfilmen beschäftigen möchten? Ja, ganz von Anfang an. Weil ich ja von der Kunst her komme. Es gibt ja viele Experimentalfilmemacher jetzt, die vom Film mehr dann in die Kunst oder die Philosophie studiert haben und dann jetzt in die Kunst gegangen sind. Aber bei mir ist es umgekehrt. Obwohl ich mache noch immer Fotos und Fotoausstellungen in Galerien und Installationen. Ich habe da von allen Anfang an mehrere Medien. Und der Film war auch ein Medium damals, was für Frauen ziemlich noch nicht so gängig war, wie zum Beispiel die Malerei. Oder ja, die Fotografie war auch nicht gängig, aber vor allem der Film. Es gab ganz wenige Frauen, die wirklich handwerklich gearbeitet haben. Das waren die Frauen der Medienwerkstatt, mit denen bin ich noch immer in Kontakt.
Also da gab es zwei Frauen, Anna Steininger, Ilse Gassinger, die waren fantastisch. Die haben das Handwerk gekonnt, die konnten Filme drehen, die haben einen Evid bedient. Ja. Und wir haben ja damals gesagt, das Private ist irgendwie politisch oder auch, wenn man die Produktionsmittel beherrscht, in den 70er Jahren, dann kann man auch die Inhalte bestimmen. Und das stimmt ja schon. Ja. Wenn man das nicht hat, dann ist man abhängig. Und ich wollte wirklich das so machen, wie ich will. Und brauche keinen Kameramann, weil für mich war das Faszinierende, die Kamera zu führen und zu beherrschen oder einen Ton aufzunehmen. Ne? Und natürlich in dem Umfeld, diese zweite Gründung der Austrian Filmmakers Group, da waren dann einige Super-8-Filmemacher und ich habe auch eine Zeit lang nur mit Super-8ern gearbeitet. War dann in Berlin ein Jahr und da stand eben an den Hausmauern alle Macht im Super 8. Und da waren also so Leute wie der Cherkas, Gitta Quitter, der Kempinger, die Liesl Bonger, der Brehm, die haben alle mit Super, ich auch, alle mit Super 8 gefilmt. Weil wir das als Protest gegen den Spielfilm gesehen haben und gegen diese Filme, die unheimlich geldintensiv waren. Heute ist es ja wieder ein bisschen anders. Dann über den Dokumentarfilm gibt es ja wieder ganz kleine Teams und gibt es auch wieder Einzelpersonen, die das machen. Aber damals gab es eigentlich, glaube ich, ich habe nicht so viel gewusst. Der Dokumentarfilm war nicht so in wie jetzt. Sondern es gab eigentlich den Spielfilm und dann gab es uns. Ja, diese Super-8-Filmemacher. Kommt mir vor, ja. Ja. Und glauben Sie, ist mit Super 8, mit dem Fortschreiten der Technik auch die Ära des Experimentalfilms nicht so ähnlich gegangen, aber beeinflusst worden? Oder wie stark ist die beeinflusst worden durch die Videotechnik? Es ist ein ganz anderes Arbeiten, und das stelle ich jetzt einmal mit Videokamera, ja. Experimentell zu arbeiten, als mit Super 8 oder mit herkömmlichen Filmen. Ja, ich kann da wenig sagen. Mir war das nicht so sympathisch. Ich habe oft mit anderen Leuten zusammengearbeitet, war auch mal ein Kirchenprojekt gemacht mit einer Frau, die das alles bestens beherrscht hat. Und ich habe die Videokamera geführt, sie hat es mir gegeben, erklärt, genau, und ich habe die Kamera gemacht und sie hat dann im Computer den Schnitt gemacht, und wenn ich dann nicht daneben gesessen wäre, es hätte katastrophal geendet, weil sie hat überhaupt nicht mehr gewusst, was wir das letzte Mal geschnitten haben und so, und mein visuelles Gedächtnis, das hat irgendwie gepasst dann, weil ich bin darauf geschult, das alles mir zu merken, ja. Also es hat mir einfach nicht gepasst. Ich bin gewohnt, das anzuschauen, ja, mit der Lupe, gegens Fenster, gegens Licht. Für mich ist das gegen die Sonne, für mich ist der Film ein Lichtmedium. Und ich will es auch handeln, ja. Ich will es schneiden, ich will es durchschneiden, ich will es kleben, und ich will auch nicht diese Vielzahl, ich will mich entscheiden. Ich will mich schon, ab einem gewissen Zeitpunkt will ich mich entscheiden. Weil das Entscheidung hat was mit der Gestaltung zu tun. Und das andere ist für mich beliebig, und ich arbeite ja auch, aber das geht schon mehr in die Filmtechnik, die ich auch mache. Ich arbeite auch mit Fehlern oft. Mich interessiert das. Die Fehler der Kameras, die Zerstörung des Materials, immer mehr interessiert mich das. Was kann man da draus machen? Gibt es in Ihrem Schaffen ein Leitthema, das sich immer wieder wiederholt, oder lassen Sie bei jedem neuen Werk sich auf neue Intentionen ein, auf neue Gefühle, auf neue Erlebnisse? Oder gibt es ein Lieblingsthema, was Sie... Ja, das ist schwer zu sagen. Fasziniert? Ich habe kein Lieblingsthema, aber meine Filme generieren sich irgendwie auch von selber teilweise, weil ich sehr stark mit der Hingabe arbeite und mit dem mich völlig vergessen, wenn ich dann in dem Arbeitsprozess eintauche. Und dann entsteht natürlich etwas, wie man das einfach ausdrückt. Es entsteht etwas. Und woher das kommt, das hinterfrage ich nicht unmittelbar, also beim Filmen schon gar nicht, aber auch nicht unmittelbar danach, vielleicht irgendwie ganz spät, aber ich glaube nicht, dass man da sehr weit kommt, weil man auch die eigenen Projektionen nicht durchschaut. Genauso durchschaut man nicht die Projektionen, die die Zuschauer auf die Filme legen, die mit einem oft gar nichts zu tun haben, bin ich drauf gekommen. Das ist ein sehr unangenehmer Vorgang, weil ich komme aus einer ganz anderen Welt. Mein Film ist ganz anders. Ja. Darum glaube ich eben, dass ein Filmverständnis nur gibt, wenn bestimmt zwischen
Publikum und Filmemacher, wenn bestimmte Voraussetzungen auch irgendwie passen. Da gehören formale Voraussetzungen, der Filmrhythmus, da gehört eine gewisse Lebenserfahrung, ein gewisser Umgang mit dem Leben. Ja? Das gehört alles dazu, dass man dann sagt, oh, der Film gefällt mir. Nicht, dass man selber sich die Geschichte machen kann. Bei meinen Filmen muss man nämlich selber die Geschichte machen. Und der Pilz hat dann gesagt, ich habe im Künstlerhaus gesagt, wieso kriege ich denn da über keinen Groschen Geld? Jetzt spiele ich schon wieder im Künstlerhaus ohne Geld und ihr wollt an Original 16mm Film. Sagt er, ja, unsere Filme, die können nichts kosten, da muss ja der Zuschauer sich die Story selber machen. Das war ein Witz, hat mir aber eingeleuchtet, weil wenn wir einen Film machen, wo sich der Zuschauer identifizieren kann bis zum Weinen, ja, dann natürlich hat er was, dafür muss er bezahlen. Aber für unsere Filme, so war die Argumentation, ich habe so lachen müssen, ja, weil ich finde das ja, vielleicht stimmt sowas, ja, aber ich weiß noch nicht. Ja, dann mein letzter Film, ich gehe wieder zu Stummfilmen zurück, habe ich einen Film gemacht, das war eigentlich mein allerletzter, 2002, es ist jetzt eben schon lang her, der hat geheißen Picture Again. Mhm. Den mag ich auch sehr gern. Und, ja, das sind die Straßensequenzen aus Berlin und Madrid. Ja, in beiden Filmen. Und das ist auch etwas Interessantes, es passen mir nicht alle Szenen, die ich für einen Film mache, für den Film. Da bleibt ein Restmaterial. Und wenn das gut ist, hebe ich mir das auf. Und komischerweise, wenn ich die Filme nicht zu lang hintereinander mache, dann kann ich einzelne Szenen auch verwenden. Und es ist interessant, dass ich dann, wenn ich mir das jetzt so das ganze Werk auch ein bisschen anschaue, dass ich so mit Varianten, es ändert sich dann, also mit den Jahren ändert sich es, aber ich arbeite eigentlich immer an demselben Film und das ist mein Leben und mein Film mit Varianten, also und technischen das, und das auch inhaltlichen. Das jetzt aktuelle Projekt, das zukünftige? Das jetzt aktuelle Projekt, ja, da habe ich jetzt schon die Vorarbeiten gemacht, ich wollte es 2005 machen und entsetzlicherweise habe ich alle Texte und den Titel, alles habe ich schon gemacht. Jetzt werde ich mir aber so helfen, die Yves Heller hat gesagt, ich soll einfach hinten schreiben, C nach dem Film 2011. Jetzt bin ich neugierig, ob ich das einhalten kann. Jedenfalls im Titel steht 2005. Mhm. Und ich habe keine Lust, den noch einmal zu machen, weil der ist so schön. Es ist auch so, jetzt ist das Filmemachen schon gefährdet. Es gibt die Handwerker nicht mehr. Xerox hat zugesperrt, ja. Den habe ich sehr gut gekannt, dort den Mann, den Firmenleiter, der hat das wunderbar gemacht. Da am Stephansplatz, wenn ich eine Laserkopie wollte, einen Umdruck oder beim Rathaus tadellos. Ja, jetzt weiß ich nicht, ich kann nur mehr zum Repa-Shop gehen und da muss ich schauen, dass ich irgendjemanden erwischt, der mir hilft. Ja. Also es ist nicht mehr so lustig. Ne? Also ich mach diesen Titel sicher nicht noch einmal. Sie sehen ja, mich interessieren hauptsächlich so diese technischen Sachen. Also, und auch bei jedem Film interessiert mich eigentlich vorrangig ein technisches Problem. Und der Inhalt, der fließt dann so rein nach meiner Gestimmtheit. Und ich meine, Liebe und Erotik war schon mein ganzes Leben ein Hauptthema. Das muss ich schon sagen, das sehe ich auch jetzt. Ja? Sehe ich auch jetzt. Und, aber das andere, es interessiert mich immer ein technisches Problem. Und dann ist noch etwas zu sagen, ich kann nur das, was ich kann. Ich kann keinen Tonfilm machen. Kann ich einfach nicht. Daher interessiert er mich auch nicht. Weil mir gefällt das, wenn ich den Ton extra habe und das Bild extra und ich da diese Asynchronizität, und der Adrian hat mir erklärt, wie ich das synchron machen kann, ein Stückchen sprechen und so und dann wieder aufs Bild schwenken und so. Ja gut, ja, muss nicht sein. Warum eigentlich? Jetzt habe ich ja länger nicht gefilmt und was ich jetzt machen möchte, ist wieder einen ganz anderen Film. Und zwar einen ganz, ganz ruhigen Film. Weil meine Filme haben schon diesen schnellen Kaderwechsel und so, weil mich hat das interessiert. Sind schon sehr dynamisch stellenweise, bis auf die ganz frühen. Mhm. Die haben auch vielleicht, einzelne Filme haben auch so eine, unter Anführungszeichen, eine lange Zeit, eine lange Weile. Aber jetzt möchte ich einen Film machen, der heißt Reflections Inside Out.
Da bin ich in meinem Bett gelegen, es ist jetzt nur noch im Werden. Ich habe noch nicht wirklich einen Text verfasst oder irgendwas, bin im Bett gelegen und rechts von mir ist ein Bild hängt aus einem anderen Film von mir, aus Meomsa, und da ist ein schwarzes Korsett ausgezogen, liegt am Parkettboden und da sind Möwenfedern drauf. Und da das ein schwarzer Hintergrund ist, und hier ich aus meinem Schlafzimmer, wenn ich flach liege, da hinten den ganzen Hof sehe, und zwar bevor er noch umgebaut wurde. Jetzt könnte ich das nicht mehr weiterfilmen. Und die alte Skyline war, wo es noch nicht in der, am Fleischmarkt etwas gegeben hat, an Umbau und so mit diesen hohen Rauchfängen. Und da bin ich drauf gekommen, es spiegelt sich die ganze Umgebung immer wieder ganz anders, je nachdem, wie ich liege in dem Bett, in diesem Bild drinnen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich also Winter und Sommer und alles gefilmt habe und noch dazu frei gefilmt habe, da hinaus auf dem Bett stehend. Und ja, das war also ganz interessant. Und da habe ich dann einen Text verfasst, I'm lying in my bed, in Englisch und alles, ganz einen normalen Text auf Schwarz und lauter Fotos gemacht. Und aber auch, ich weiß noch nicht, wie ich den Film, die Struktur, das weiß ich eben noch nicht, wie ich ihn aufbauen werde. Ich möchte ihn ganz ruhig haben und möchte von Haydn eine klassische Musik, die ich beim Begräbnis von meinem Partner gespielt habe, eine wunderbare Musik, die hat mir der Pilz aufgenommen, die habe ich im ORF angefordert von einer Sendung, und das ist eine himmlische Musik, die geht, der Pilz hat gesagt, die geht eine Dimension, der ist so ein bisschen esoterisch auch unterwegs, eine Dimension höher als normale Musik. Und da ich Haydn ja nicht vertonen kann, das wäre ja verrückt, lasse ich den jetzt einmal laufen, und ich freue mich schon, ich mache meinen Film parallel dazu und lasse den Haydn dann laufen. Und dann lasse ich ihn so lang laufen, bis ich das Gefühl habe, jetzt mache ich was anderes. Oder vielleicht läuft er auch ganz durch. Und ich tue die Filmlänge dann nach dieser Haydn-Musik. Und sonst nichts, gar nichts. Dann sollte Betrachter sich das anschauen. Die Aufnahmen, die Fotos sind wunderbar geworden. Ich habe sie schon so gefilmt, 14,5 mal 20, wie ich sie für die Bolex brauche. Ich mache das dann wieder mit Einzelbild wahrscheinlich, wie immer. Und ja, mit Überblendungen und so, ich weiß es noch nicht. Aber jedenfalls ist das mein nächstes Projekt.